Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Final Fantasy 1 oder auch Dawn of Souls. Oh ja, yeah. Ich habe jetzt mal nachgeguckt, was hier los ist. Es ist ein, ja, sagen wir mal, verstecktes Rätsel. Man muss eine bestimmte Anzahl von Gängen überqueren und dann eine andere Richtung machen, um hier durchzukommen. Sonst kommt man wieder an den Anfangsort. So wie bei, The Legend of Zelda Ocarina of Time in den verlorenen Wäldern. Wir sind einmal nach oben gegangen. Ich gehe nochmal einen nach oben. Der Wächter und der Söldner. Durch die Kämpfe ist man natürlich gestört. Man weiß nicht, wie viele man genommen hat. Ich gehe jetzt mal so und dann gehen wir zwei zurück. Und dann müssen wir zwei nach rechts und zwei nach links gehen. Nosferatu ist auch kein Gegner für uns. Ganz einfach. So, und dann wieder nach links zwei. Der Seelenschinder ist auch mal wieder da. Vielleicht hilft ja Adia. Auf jeden Fall benutze ich zur Sicherheit mal Folger. Weil ich hab Angst. Ja, ihr habt's gesehen. Rotus ist tot. Durch einen einzigen Angriff. Ja, gehen wir mal durch. Hä? Bin ich verwirrt. Jetzt hat das nicht geklappt. Ja, und den hat es auch noch erledigt. Das ist natürlich super. Vier... Hä? Zwei Plattformen. Eins. Ach so. Jetzt verstehe ich das erst. Ja, ist ja gut, Mann. Ich hab's kapiert, dass ihr da seid. Hurensöhne. Nehme ich zwei Schritte und dann kommen die direkt wieder. Mann. Ja, ja, ist okay. Verpisst euch. Und da ist der Transporter. Ja. Ich hab Angst. Ja, ihr müsst mich nicht abfacken, ey. Die höchste Ebene. Da soll Tiamat sein. Und da ist er auch. Heilen wir uns noch. So gut es geht. Die mussten ja nochmal auf den Geist gehen, ne? Gut. Und Äther. Gut, Leute. Der letzte Kampf. Ich habe schon nachgelesen, wie man ihn ungefähr besiegen soll. Protera kann man vergessen. Er greift nicht physisch an, er greift nur mit magischen Attacken an. Also gut. Todbringer, Kali und Aquadon. Diese räudigen Nichtsnutze. Dennoch bin ich überrascht, dass ihr Gesindel es soweit geschafft habt. Hä? Der fünfköpfige Geist der Drache. Ich bin Tiamat, Chaos des Windes. Ich werde das Letzte sein, was eure neugierigen Augen sehen werden. Sieht eher niedlicher aus als gefährlich. Aber naja, okay. Der soll sehr gefährlich sein. Gut. Gehen wir so drauf. Kann ich hier irgendwas machen? Machen wir mal Eisschäden.
Kann man sonst noch irgendwas machen? Eisgar stärken. Von einem. Also, der kann anfällig sein für Stein. Da habe ich immer eine Attacke. Stein. Ich glaube, das habe ich gar nicht gekauft. Ne? Im Dunkel. Na gut, dann machen wir mal Rotos und los geht's. Ey, ich hatte den Geist nicht physisch an, du Wichser! Was labern die? Ex-Eis. Und hast. Das wird Brutus helfen. Dann. Transpra. Transpra. Eisgar stärken. Mumm. Auf Brutus. Blitzschlag. Oh. Ach, geht er noch. So ein bisschen geholfen. Und der kriegt ordentlich was ab. So, jetzt werden wir nicht mehr so leicht getroffen. Das gibt Brutus ein bisschen Kraft. Und dann würde ich auch mal sagen, ja. Ich will schon lieber angreifen. Na, machen wir mal Eisgar, das wäre immer am stärksten Attacke. Quants! Ja! Was ist erledigt? Ja, Mann! Danke, Brutus! Ey, der haut richtig rein, hammergeil! Das Lustige ist, er haut mit der Faust gegen den Drachen und der wird einfach weggehauen. Hammergeil. Und nur Jack hat einen Levelaufstieg geschafft. Der letzte Kristall. Hammergeil. Super. Der letzte Kristall, Leute. Wir haben es geschafft. Tiamat war heftig, ey. Die Windflüsterhöhle. Das sind so Höhlen, die finde ich nirgendwo. Wo soll es die geben, ey? Ja, ja, verpiss dich. Ich gehe nicht in diese Dungeons rein. Die sollen heftig sein. Geschafft. Ja, jetzt kommt noch ein Gegner, ne? Wenn ich fast am Arsch bin, kommt da noch einer. Das ist natürlich nett gemacht von den Entwicklern. Jetzt sind wir hier. Wir haben es geschafft, Leute. Boah, ich brauch kurz... Oh mein Gott, ich habe so Nackenverspannungen seit den letzten Parts. Hammer, ey. Ich brauche eine ganz kurze Pause. Einen Augenblick, Leute. So, Leute. Jetzt geht es mir schon ein bisschen besser. Ist schon ein bisschen anspannend. Warte, ich setze mich mal richtig hin. Moment, Moment, Moment. Da hört ihr meinen Stuhl knarren. Und wie ein alter Mann hebe ich mich da raus. Ah, ja. So. Der Chaos-Tempel wartet auf uns. Aber ich würde sagen, wir stocken nochmal ein bisschen unsere Vorräte auf. Und kaufen ein, was zu kaufen ist. Vielleicht in Gaia. Da. Da ist die Attacke. Oh, gegen Stein wäre anfällig gewesen. Naja. Und Gardia auch. Naja, na toll. Ups. Protectrin kann uns helfen. Die Katzenkralle haben wir bereits. Diesmal haben wir auch genug Kohle dafür. Hier noch alles. Da ist noch was. Weitere Zauberer. Das kann's helfen.
Ja, das ist jetzt schwer. Beides ist bestimmt scheiße und trifft nie. Ich würde das verwechseln mit Blitzgar wahrscheinlich. Und dann würde ich das immer einsetzen. Das trifft dann halt nie und das wäre auch scheiße. Ex-All. Das ist gut. Einen Blick, Leute. So, und schon geht's weiter, Leute. Yes! Ex-All ist natürlich super. Ich hätte Sanctus nicht nehmen sollen, weil Anti-Z ist natürlich auch eine geile Attacke, die dann gegen manch andere helfen könnte. Aber naja, das ist ja alles nichts. Ich muss nur noch meine Vorräte aufstocken. Ist hier denn gar nichts? Aha. High Potion. Das Gebot der Stunde. Äther. 11 Stück. Phönixfeder. Damit wir schon eine gerade Zahl haben. Zelt und die Hütte. Ja, brauche ich nicht. Ist da noch irgendwas? Hier ist das eine Schloss. Ja, das war's. Gut, ich will nur noch meine Potions auffüllen. Gehen wir am besten noch. Wo haben wir das denn? Das große Königreich. Da haben wir es ja. Stadt Cornelia. Hier begann alles. Ich will auch irgendwelche Zauber noch kaufen. Ja, das. Das brauchen wir alles gar nicht. Ja. Das kann er auch lernen, bitte? Wieso kann der jetzt auch Magie lernen? Was soll denn der Scheiß? Ich hätte das die ganze Zeit lernen können. Was? Was? Oh Mann, ey. Antidot ist auch, haben wir auch gar nicht mehr gebraucht. Ja, tja. Alles erreicht, ne? Da können wir es nur wiederbeleben. Da geht's zurück zum Schloss. Da will ich nichts machen. Ja, dann auf zum Chaos-Schrein. Ach, können wir nicht landen, obwohl es so aussah. Okay, Vorräte sind aufgefüllt. Ah, Moment! Was ich ja ganz vergessen habe. Kann ja auch nicht sein. Was ist nochmal hier? Nochmal hier von. Achso, das ist. Ah, natürlich. Wir müssen nochmal zur Zwergenhöhle, ja. Wo war die nochmal? Eine Schiffe. So, Elfenstadt. Müsste eigentlich jetzt kommen. Nein? Hier. Nein. Hier? Nein. Ja, links. Ist ja wieder der Chaos-Schrein. Leck mich am Arsch, ey. Die Sumpfgrotte. Ja, natürlich. Fast. Das ist die Zwergenhöhle. Das ist die Zwergenhöhle. Die Zwergenhöhle, jawohl. Uah! Ist das etwa Adamantite? Mit diesem Metall schmiede ich ein Schwert, das es kein zweites Mal gibt. Ah, mit zwei Hammerschlägen. Sieht auch geil aus. Es ist vollbracht. Von all den Schwertern, die jemals in der hitzigen Glut meines Schmiedeofens geschmiert worden ist, dies das Beste. Wahrlich ein Prachtexemplar. Nehmt es, dieses Schwert gehört in eure Hände. Excalibur erhalten. Ohohoho. Okay. Dann will ich jetzt mal einen Gegner flashen. Kommt mal her. Wo seid ihr? Das will ich jetzt sehen, wie das aussieht. Ach, echt doof. Ich hab's natürlich nicht ausgerüstet. So. Okay, alles ganz schwach.
Rüsten wir mal aus, was... was? Ja. So. Nix. Gut, dann machen wir das jetzt nochmal. So, komm. Tausend! Super! Das freut mich jetzt aber. Ey, geil. Na dann. Auf zum Chaos-Tempel, würde ich sagen, ne? Der jetzt hier irgendwo war. Da ist die Terra-Höhle. Oder? Was war da mal für eine Höhle? Ne, das war die Hexen. Die Hexen. Gut. Sind das vielleicht die fünf Kämpfer? Was, sehen meine Augen da? Ist das Leuchten in euren Händen nicht das Licht, nachdem wir euch vergeblich gesucht haben? Vereint eure Kristalle, sie werden heller strahlen, um das Tor der Zeit zu öffnen. Die Reise wird euch 2000 Jahre in die Vergangenheit führen. Ja, ich sag's ja. Ich sag ja, das sind die fünf Kämpfer. Okay, Leute, den Kristall und dann geht's ab in die Vergangenheit. Also dann, bis zum nächsten Part, Leute, und ciao.